Also ich war 1,5 Jahre Trainee in der Merkur. Da habe ich wirklich das ganze Unternehmen gesehen, war in fast alle Abteilungen, habe sehr viele Projekte mitgestalten dürfen und habe sehr viele Persönlichkeiten kennenlernen dürfen. Nach 1,5 Jahren wurde ich dann vom Kostenmanagement in der Gesundheitsversicherungsabteilung übernommen und darf mich seither stetig weiterentwickeln. Also ich habe angefangen im Außendienst, habe zuerst die ganzen Schulungen durchlaufen und dann habe ich halt mich in dem Beruf langsam hineingefunden, habe immer mehr Kunden gekriegt. Irgendwann, weil es mir gefallen hat und wirklich gut war, hat man dann auch durch mich ein neues Büro angemietet, ein größeres, wo in meiner Heimatgemeinde ist. Dann bin ich der Geschäftsstellenleiter war auch in dem Büro. Für mich gab es in Amerika immer wieder Entwicklungsmöglichkeiten. Man hat mir immer wieder das Vertrauen geschenkt und mich auch machen lassen. Und das hat für mich war das eine sehr, sehr schöne und tolle Entwicklung, die ich in den letzten Jahren eigentlich hier erleben durfte. Als Sachbearbeiterin in unserer Hauptsparte ist mein Tätigkeitsbereich klar definiert. Ich kann mir allerdings in meiner Arbeitszeit meine Aufgaben selbst strukturieren. Also wenn Mitarbeiter sehr motiviert sind, hat man auf alle Fälle große Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Egal, ob das jetzt Seminare sind oder individuelle Projekte, die man bekommt mit Eigenverantwortung oder Aufgabenbereiche. Also durch jährliche Mitarbeiter- und auch Feedbackgespräche mit der Abteilungsleitung werden immer wieder Weiterbildungsmöglichkeiten besprochen. Diese Weiterbildungsmöglichkeiten betreffen jetzt zum Beispiel interne Schulungen wie unsere Merkur-Akademie, externe Schulungen sowie auch Seminare.